fest. Ohne Schlüssel bekomme ich sie nicht auf. Ja, und damit sind wir endlich im Spiel bei Vampire Story. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, diese Tür hier zu öffnen. Mit einem Rechtsklick kann man das Inventar öffnen. Da ist momentan nur unsere Fledermaus drin. Mit einem Linksklick kann man dieses Menükreuz öffnen. Da hat man die Möglichkeit, etwas anzuschauen, mit etwas zu reden, irgendwo hinzuflattern oder zu benutzen. Ich versuche jetzt einfach mal die Tür zu öffnen. Sie klemmt fest. Ohne Schlüssel bekomme ich sie nicht auf. Geht also nicht. Na, wir wissen ja, wo der Schlüssel versteckt ist. Ein steinerner Gargoyle. Er scheint sich unwohl zu fühlen. Ja, er wirkt wie versteinert, nicht? Ein steinerner Gargoyle. Er sieht herzlos und gemein aus. Mit anderen Worten, hart und kalt wie Stein? Ich weiß genau, dass Shroudy den Schlüssel in einem der Gargoyles versteckt hat. Aber in welchem bloß? Ein Gargoyle aus Stein, gedrungen und hässlich. Erinnert mich irgendwie an Shroudy. Ich weiß genau, dass Shroudy den Schlüssel in einem der Gargoyles versteckt hat. Aber in welchem bloß? Tja, dann werden wir sie wohl alle durchsuchen müssen. Dann tun wir das. Am besten, indem wir uns jetzt erstmal in allen verfügbaren Räumen genau anschauen. Und alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ein üppig dekoriertes Hängebanner. Das Familienwappen derer von Kiefer. Ein Doppelkopfgeier mit Hüftknochen in den Krallen. Ich kann das Familienmotto nicht entziffern. Frederik? Flattere, solange es etwas zu flattern gibt. Danach lässt sich's leben. Der Gobelin sitzt recht locker, aber im Moment ziehe ich ihn nicht herunter. Vielleicht später. Okay, das ist also so eine Besonderheit hier in dem Spiel. Mona kann also nicht alle Gegenstände immer mitnehmen, sondern stattdessen Erinnerungen an Gegenstände speichern. Ein rostiges altes Schwert. Das Ding sieht ziemlich hinüber aus. Ich wette, es würde zerfallen, wenn man damit auf irgendwas einschlüge. Es ist so verrostet, es wird bestimmt kaputt gehen, wenn ich versuche, etwas damit zu schlagen. Aber vielleicht finde ich noch eine andere Verwendung dafür. Ich werde mir auf alle Fälle merken, wo es liegt. Es gibt hier also eine ganze Menge an Gegenständen in der Umgebung. Die haben nicht unbedingt immer was auch mit der Lösung zu tun. Sind aber auf jeden Fall ganz nett, sich die anzugucken oder auch mal versuchen, mit denen zu reden. Das ist ja kein ganz so ernstes Adventure. Ich werde jetzt aber versuchen, auf dem kürzesten Wege die jeweiligen Probleme zu lösen. Weil ansonsten würden wir jetzt wahrscheinlich stundenlang damit verbringen, einfach nur diese dämliche Tür da unten auf der Brücke zu öffnen. Meine Körperlotion. Oil of Old Age. Laut Zutatenliste zu 95% aus Robbenöl. Früh erschlagen, um höchste Frische zu garantieren. Boah, das klingt aber hart. Woraus sind denn die übrigen 5%? Aus gemahlenen Kätzchen. Nur ein Scherz. Meine Bio-Körperlotion ist aus zertifiziertem Öko-Mandel- und Sonnenblumenöl, pflanzlichem Glycerin, Bio-Aufgüssen von kontrolliert angebauten Nähr- und Heilkräutern und dazu individuell gemischten Fruchtölen in Therapiequalität. Ich nehme sie lieber mit. Vielleicht brauche ich sie noch. Ein kristallner Zerstäuber mit meinem Lieblingsduft, Emaciation von Cal Clivant. Ich nehme es lieber mit.
Ich weiß nicht, was mit dem Spiegel ist. Ich sehe mir gar nicht ähnlich. Du willst mich wohl auf die Schwinge nehmen. Was meinst du damit? Süße, Shroudy hat wahrscheinlich ein Porträt von dir an den Spiegel geklebt, weil er nicht wollte, dass du dein Spiegelbild siehst. Oder vielmehr nicht siehst. Anscheinend hat er das Bild von einem Sechsjährigen malen lassen. Moment mal, was steht da unten in der Ecke? Alles Liebe, Shroudy. Vergiss das mit dem Sechsjährigen. Ich scheine malen auf meine Liste der Dinge, die Shroudy ums Verrecken nicht kann, hinzufügen zu müssen. Direkt unter Vampirjägern entkommen. Die große Parfümflasche, mit der ich mein kristallenes Sprühfläschchen nachfülle. Schmidt. Shroudys alte Spielzeugkiste. Da liegen aber seltsame Sachen drin. Da der Weihnachtsmann das Schloss nur mit Kohle beliefert, musste die Baronin einen Spielzeugladen verpflichten. Der Besitzer war so ein grässlicher Kerl im roten Anzug, nannte sich Sandy Claus. Das Spielzeug mit den Tiergeräuschen könnte uns noch helfen. Ich glaube, das war jetzt alles, was wir hier erstmal mitnehmen konnten. Ein selbstgemaltes Porträt. Ich glaube, es soll Shroudys Mutter darstellen. Na, Picasso ist er jedenfalls nicht. Das dunkle, kalte Wasser des Walksees. Schwimmen da Leute drin? Naja, manchmal treiben da welche. Meistens mit dem Gesicht nach unten. Da hängt ein großer Streitkolben von der Wand. Sieht aus, als sei er in recht gutem Zustand. Ach, Streitkolben heißt das also. Ich dachte, man nennt das Betäubungsmittel. Bestimmt wäre ein riesiges, massives Ding zum Zuschlagen irgendwo sehr hilfreich. Ich werde es nicht mit herumschleppen, aber ich werde es mir merken. Was für ein seltsamer Gegenstand. Wozu mag der dienen? Ganz abwegige Idee. Vielleicht zum Malen? Ein Folterinstrument. Erinnert mich an meine Tante mütterlicherseits. Was ist das? Mal schauen. Unten an der Ecke des Stuhls ist eine winzige Plakette. Ah, da steht Interfix Universallendenbrecher. Kommt da kein Spruch mehr von dir? Mona, es gibt Dinge, über die macht man einfach keine Scherze. Ja!
Meinst du Frankie und seine Bande? Mach dir keine Sorgen, Mona. Die Jungs vom Red Pack sind schwer in Ordnung. Na, wenn du meinst. Das sind Ratten, die in der Gruft hausen. Hallo. Dir auch. Hallo, Puppe. Wie geht's dir heute so, Schätzchen? Wie heißt du denn? Mein Name ist Frank. Aber für meine Freunde bin ich Frankie. Ich bin mit meinen Partnern Sammy, Joey und Dean hier. Wir wohnen schon seit einiger Zeit auf dem Schloss. Man könnte sagen, wir schmeißen den Laden. Was geht denn so, Frankie? Schaut mal, Jungs. Der Frodemeister. Hab euch doch von dem erzählt. Der verrückte Kerl, der mit seinem Fersensporn Sachen machen konnte, dass dir schwindelig wurde. Kannst du den Eulentrick noch, Frodi? Nein, Frankie. Ich hab die Sachen ein bisschen runtergefahren. Kein Vino mehr. Bin jetzt sauber, wenn du verstehst. Klar doch. Kann man nichts machen. Sag mal, schade die Sache mit Rocco. Du weißt, dass er dich immer noch sucht? Er und die Belfry Boys wollen dir Dampf unterm Hintern machen. Du solltest das bald aus der Welt schaffen. Kapische? Angekommen. Und wie steht's bei dir? Hast dir ein ganzes Red Pack zusammengetrommelt. Wer hat denn da Pate gestanden? Schlaumeier. Versuchst dich jetzt als Komiker, wie? Nö. Bin mehr so ein kurzgeratener, einäugiger Entertainer, weißt du? Bitte nimm ihn nicht ernst. Halb so wild. Du und deine Partner, kennt ihr euch auf dem Schloss aus? Klar doch. Meine Partner und ich kommen durch die alten Rohre so ziemlich überall hin. Nur nicht in die Küche. Warum könnt ihr nicht in die Küche? Da hängt die Katze der Baronin herum. Die hat schon etliche meiner Jungs kalt gemacht. Gerade gestern hat sie Jimmy die Ratte Carboni in die Klauen bekommen. Nicht gerade der originellste Spitzname. Was soll man machen? Der Name ist beliebt. Und die Leute erwarten sowas. Warum sind wir uns eigentlich nie begegnet? Dein Herr, Baron Schwaudi, hatte uns nicht allzu gern. Also sind wir in Deckung geblieben, bis Edgar der Rabe uns Entwarnung gab. Jemand hatte Schwaudi unschädlich gemacht. Hast du das in Auftrag gegeben? Wie? Ich? Nein. Ich wusste nicht mal, dass man so etwas in Auftrag geben kann. Sonst wäre ich bestimmt in Versuchung geraten. Ich hab dich auch singen gehört. Ist schön, aber ein bisschen laut. Du musst deine Stimme ein bisschen besser regeln, damit du das Publikum nicht umpustest. Danke. Operntipps von einer Ratte. Einer italienischen Ratte. Wenn wir von etwas Ahnung haben, dann von der Oper. Du bist gut. Du brauchst nur ein bisschen Anleitung. Okay. Mit den Jungs werden wir bestimmt noch öfters zu tun haben.